Okay Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen offline lagen, dann sehen wir uns wieder. Was ich jetzt gerade hier nicht verstehe, dass hier wieder was aufploppt, dass wir was Neues bei den Waffen hätten. Ich habe jetzt mal alles durchgeschaut, aber es ist hier nichts Neues. Vielleicht auch irgendwie ein Bug oder ich übersehe was. Ich habe jetzt eigentlich nur noch mal meine Waffe ein bisschen verbessert. Die richtet jetzt noch ein bisschen mehr Schaden ein. Also unsere Pistole. Ansonsten, soweit jetzt eigentlich nichts im Inventar, habe ich dann keine Möglichkeit mehr gehabt, da die Stoffe jetzt hier alle verbraucht sind. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder weiter in die Story. Und wir sehen uns dann gleich, wenn es weitergeht. Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. So, Leute, ich denke, wir sind jetzt hier an einem etwas neueren Ort angekommen. Wir zumindest noch nicht waren. Da hinten haben wir schon mal eine Höhle, wie ich gesehen habe. Genau. Schau ich noch kurz, was hier oben ist. Ist ziemlich weit nach oben. Da haben wir dann ein Vogelnest. Dort haben wir auch noch was. Wieder ein Vogelnest. Und haben wir unser weiteres Ressourcen. Auch schon wieder aufgefüllt. Was die Federn jetzt belangt. Gut, Leute, nee, aber wie gesagt, ich möchte jetzt in die Höhle da reinschauen. Da oben ist noch was. Schauen wir da noch kurz hoch. Noch eine Höhle und ein weiteres Lager. Ah, interessant. Gut, nee, dann würde ich sagen, das Lager mal reaktivieren, je nachdem. Das gibt es doch nicht mit der Waffe, da muss doch irgendwas sein, das schaue ich mir dann offline nochmal an. Nee, jetzt machen wir hier mal die Truhe auf. Und dann erkunden wir die Höhle und wählen nochmal unsere Waffe aus, sicher, sicher. Ja, weniger eine Höhle, sondern mehr so ein Versteck offenbar. Hier hat offenbar jemand gelebt, wahrscheinlich der Jäger von unten. Unser eventueller Verbündeter. Hat es hier ganz schön gut eingerichtet. Interessant. Nicht schlecht. Gut, nee, dann, wie gesagt, machen wir uns jetzt hier auf in die andere Höhle hier unten. Unter uns. Oh, 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 jetzt ganz schön weit runter. Okay. Und dann wählen wir doch wieder die Pistel aus. Ich will nicht wieder auf seinen nahen Kampf eingehen lassen. Und dann noch ein einbrüchiges Gewand. Okay, dann lassen wir die Wand doch auch noch einkrachen. So, ist das eine Höhle hier oder? Ne, sah es gerade irgendwie so aus. Okay, ne. Nehmen wir mal auf. Dann springen wir uns gleich mit der Hand gegen, was? Ich und meine Bären, oder? Schaut mir aber schon wieder sehr nach einem geheimen Ort aus. Wie vielschichtig diese Anlage hier einfach ist. Das ist echt der Wahnsinn. Was uns hier wohl wieder erwartet. Schaut schon wieder sehr interessant aus. Ein paar Münzen. Und etwas Russisch hoffentlich. Damien, der Baumeister des Propheten.
Griechisch. Aber hier mal wieder was. Oder? Ne, aber nichts zum Erforschen. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, Grabstätte von jemandem. Hier können wir nicht durch, oder? Ja, dann haben wir hier schon ein zweites. Wow, das ist eine fette Truhe. Ist da auch wieder so eine Fähigkeit drin? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss es vielleicht wirklich so eine Waffe oder so sein. Wow. Die nächste Hülle. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Eine weitere Höhle zum Erkunden für einen sehr schönen Schatz. Ich bin schon gespannt, was uns hier wirklich erwartet. Wieder ein paar Rätsel, denke ich jetzt mal. Oder eine Challenge. So ein bisschen Stealth. Ein paar Kills könnten halt nicht schaden, ob wir noch ein paar Fähigkeiten freischalten. Also Erfahrungspunkte möchte ich jetzt mal sagen. So, hier mal nochmal ein bisschen Mineral. So. Sind wir jetzt hier oben? Dann gehen wir hier gleich weiter. So, ich denke, das müsste jetzt so der letzte Part für den Freitag jetzt mal sein. Heute. Sind wir schon da? Wahnsinn, das ging echt fix. Wenn das jetzt alles so klappt, zukünftig werde ich die Parts immer so hochladen und dann sollte dem Upload-Plan zumindest nichts im Wege stehen, auch wenn ich unter der Woche dann wenig Zeit habe, denn die Parts sind ja dann schon voraufgenommen. Dementsprechend nehmt es mir nicht übel, Leute, denn ich erst nach und nach auf eure Kommis dann antworten kann. Oh, das ist geil. So eine fette Truhe möchte ich auch finden. Hier nicht. Es reizt schon so ein bisschen an. Wenn du sowas findest, dann geht dein Forscherherz wirklich auf. So, was haben wir hier? Eine Kiste für eine geile Waffe. Dieses Einsammeln. Oh, Leute, ich liebe es. Wie geil, das wird vielleicht so eine ultimative Waffe oder keine Ahnung, irgendwas sein, wie man es aus dem Final Fantasy kennt. Das ist gesammelt, also ich liebe es einfach. Und dann ist die Freude umso größer, wenn man dann erstmal die ultimative Waffe in seinen Händen hält und alles und jeden kreuz und quer klein schlägt. Wir haben jetzt ein Grab abgeschlossen. Dann war das jetzt hier schon wieder was Separates, wahrscheinlich die Truhe. Wahnsinn, Wahnsinn. Diese sowjetische Anlage, die bietet so viel Erkundung. Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, wir werden uns hier noch ein paar, viele Parts aufhalten. So, wollen wir wieder heraus und dann, denke ich, werden wir jetzt die andere Höhle noch erkunden. Den Part, die ich eigentlich letzten Part schon erkunden wollte, aber dann kamen ja die Leute dazwischen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich vor der Höhle bin. Bis gleich. Nochmal was zum Einsammeln kurz zwischendrin auf dem Weg zur Höhle. Wollen wir uns auch nochmal anschauen. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an.
Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. So, Leute, wieder was Neues gefunden. Ich denke, da wird uns leider nicht mehr so viel Zeit bleiben, um die Höhle zu erkunden. Denn der Part ist eigentlich schon fast zu lang. Wir sehen uns jetzt auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, gleich dann vor der Höhle. Ich werde jetzt hier noch ein paar Sachen einsammeln und dann sehen wir uns vor der Höhle und dann werden wir die im nächsten Part wahrscheinlich leider erst erkunden. Gut, Leute, bis gleich. So, dann sind wir hier auch jetzt schon bei der letzten Höhle angekommen, kurz vor unserem Zielgebiet. Schauen wir uns die noch an. Ich will noch kurz reingehen, mal schauen, je nachdem was hier drin ist, können wir uns noch anschauen oder nicht. So, die Challenge haben wir schon mal abgeschlossen. Und offenbar kommen wir hier eh noch nicht weiter. Ressourcen. Das bekomme ich noch nicht runter. Und hier war noch ein Teil. Hier. Gut, Leute. Dann haben wir jetzt eigentlich soweit alle Höhlen erkundet. Klar, bei ein paar Höhlen sind jetzt hier so Eingänge wie hier dieser hier, der dann leider noch nicht von uns geöffnet werden kann. Wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt dann sehen. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall hier noch weiter erkunden. Ich, wie gesagt, wird wahrscheinlich noch längere Parts in Anspruch nehmen, denn wir möchten hier möglichst alles einsammeln. Jetzt werden wir erstmal die Aufgabe von unserem Kumpel hier, oder Freund, je nachdem wie man ihn heißen will, erledigen seine Aufgabe und werden uns den Dietrich holen. Damit können wir auch noch zu ein paar Orten gehen. Das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger hier mit erkunden und erforschen und dementsprechend wird die Action wahrscheinlich dann erst wieder danach kommen. Gut, aber Leute, das sehen wir dann erst wieder im nächsten Part. Ich sag ciao, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Euer Wavestyle, bis dann. Ciao.